So, herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Droid-Mod. Wait a second. Das da. So. Genau. Am besten probieren können wir es einfach, indem ich nochmal ein zweites Mindtest öffne. Parallel dazu. Und jetzt einfach meiner eigenen Welt, die ja parallel gerade läuft, beitrete. So, also 0.0.0.0, 30.000 und dann joinen wir einfach mal als Walker. So, jetzt gibt es einmal Walker und einmal mich hier. Oh ja, jetzt ist der Server echt, jetzt ist der Rechner ganz schön ausgepowert. So, du kommst mal mit. Achso, ich warte mal darauf, dass ich das Ding einsammle, aber ist ja nicht automatisch. Ach, ich bin durch meine Drop-Mod so zu sehr verwöhnt. So, jetzt laufen die anderen laufen jetzt tatsächlich ganz normal rum. Weil ich jetzt dich wieder platziere. Wo ist der Server? Da ist der Server. Okay, tatsächlich, die arbeiten immer als Admin. Okay, das müssen wir mal hier ganz kurz. Dann muss ich mal ganz kurz gucken, wo es wohl. Da, wo bin ich denn? Da bin ich. Wenn ich jetzt dem Namen Tag gebe und jetzt den Namen Tag aufsammle und ihm den Namen Tag gebe. Oh, Alter, zweimal mein Test laufen lassen? Keine gute Idee. Wie geht das? Ah! Test. Jetzt läuft das Ding als Test rum. Ah, okay. Das heißt, auf den Servern kann ich die Mod gar nicht benutzen, weil die gar nicht für Server ausgelegt ist, weil die als immer als Worker arbeitet jetzt. Beziehungsweise auf den Server müsste die dann ja als Worker-Konsole arbeiten. Was jetzt per se auch nicht unbedingt schlecht wäre, in dem Sinne, dass der Tropfen funktioniert. Aber dann könnte sie ja, weil Volker Konsole ist natürlich super atmen, ne? Könnte sie quasi damit könnte quasi überall ernten. Das heißt, sie hat hiermit quasi bloß einen Namen. Also öffnen wir mal wieder hier die Admin-Konsole. Kann ich jetzt hier einsammeln? Ja, tatsächlich. Warte mit. So, setzen wir mal wieder aus. Und sie hat immer noch ihren Namen. Okay, das ist natürlich schade. Also, jetzt hat er natürlich beide getroffen, ganz klar. Okay. Das heißt, dann kann ich die Dinge auf den Servern gar nicht einsetzen, die Mod. Das ist natürlich sehr schade. Müssen wir direkt mal ausprobieren. Warte mal ganz kurz. So. Beitreten. Lalalala. La. Dann müsste das aber auch bei dem Server. Siehst du, da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Bei meinem Mindtest-Server. Ich bin gerade hier auf meinem Lappy. Für die, die es noch nicht wissen. Dann müsste jetzt hier die ganze Zeit Volker Konsole stehen, ne? Okay, taucht er einfach gar nicht auf. Warum denn nicht? Achso, nein. Bitte. Hier, genau. Doch, die arbeitet doch. Ha. Also arbeiten tut sie, scheint aber hier nicht protokolliert zu werden. Weil das ist ja hier der Server, auf dem sie gerade arbeitet. Das ist natürlich schade. Dann machen wir das Ganze mal anders. Du bitte beenden. Da gehen wir mal per SSH rein.
Und gucken mal. Server 1 ist das und das wäre dann die Bahn. Tail. Machen wir die letzten 100. Ach, guck mal, hier wird sie gar nicht protokolliert. Warum das denn? Ach so. Nee, doch, normale, doch, das normale wird immer protokolliert. Warum wird sie denn hier nicht protokolliert? Das ist natürlich schade. Der sehe ich jetzt natürlich auch nicht, unter welchem Namen die jetzt gerade läuft, ne? Upsala. Das ist natürlich die Send schade. Das heißt, dann sollte ich sie vielleicht doch erstmal dafür sorgen, dass man, also ne, dafür sorgen, dass er halt keine Rezepte hat, also man sie nicht craften kann, sodass sie quasi auf den Servern zwar verfügbar ist für meine kleinen privaten Spielereien, aber jetzt nicht jeder die bauen kann, weil wenn ihr natürlich die ganze Zeit als Worker-Konsole arbeitet, wäre das natürlich blöd. Wie könnte ich das jetzt am ehesten, das am ehesten ausprobieren? Ich glaube, ich weiß wie. Komm mal kurz her. Wir gehen mal ganz kurz zum Spawn. So. Dann gehen wir mal wo. Hier gab es doch ein Haus, was auch so extrem, was auch so Felder hatte. Lass mal hier weggehen. Nee, hier nicht. Auch nicht. Da hinten. Da, das sieht gut aus. Genau. Alter. Boah. Orientierung hier mit den Kirschbäumen ist natürlich echt so eine Sache für sich. So, da oben. Hier doch. So. Na gut, hier wird sie aber leider alles zerstören. Besitzer ist Falco. Okay, ich muss die Kleine erstmal bisschen entleeren, bevor sie hier zu viel Scheiße baut. Das heißt, du kommst dahin, dann kommst du dahin, der Chor kommt raus und alles, was sie in der Hand hat, kommt raus. Wow, da muss man echt diesen Umweg machen hier rüber, wo man direkt aus der Hand nichts rausnehmen kann. Reinpacken auch nicht. Man muss immer erst hier reinpacken und von da aus dann da reinpacken. Ach nee, auch das geht nicht. Ah, okay, das kann also nur die selber machen. Interessant. Na gut, aber auf jeden Fall, wenn man Sachen rausnimmt, muss man auch immer erst hier reinpacken und von da aus kann man es dann in sein eigenes Inventar packen. Bisschen kompliziert. So. Gib mal die her. Jetzt schmeißen wir die Sachen. Ich schmeiß sie einfach mal hier hin. So, und dann melden wir uns mal als irgendeine ganz random Person an. 1, 2, 3. So. Ach, dieser Kontakt habe ich dazu ja schon. Oh Gott, wie ist das Passwort? Habe ich da gar kein Passwort? Ja, tatsächlich. Ha. Na gut, ist ja auch ein Konto ohne Rechte. Von daher brauche ich auch kein Passwort. Weil das Konto kann eh nichts. So, da oben. Es kann nicht mal rennen. Aber vorher, ne, ich habe überprüft. Briefs. Genau, ich kann gar nichts. Ich bin ganz normaler Spieler. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Sachen A aufnehmen kann. Also, klar kann ich aufnehmen. Die liegen ja hier einfach nur rum. Aber ich muss jetzt mal gucken. Scheiße, ich brauche natürlich auch noch den Chor. Ah, der Chor wäre ganz wichtig. So. Brauche ich noch irgendwas? Nö. Ah, danke. Die Felder sind jetzt wo? Da. So, genau. Hier ist ein großes Feld nur mit Pineapple.
Ich würde aber gerne etwas nehmen, was man ganz normal pflanzen und wieder hinsetzen kann. Also sowas hier zum Beispiel. So. Dann setzen wir die gut jetzt einfach mal hier hin. Und geben ihr mal das Ding. Was macht sie? Wait, guckt mal da oben, hier, da so, in dem Bereich. Owner is Walker. Das heißt, sie scheint es doch irgendwie, ist also doch, dass das pro Spieler, dass die immer dem jeweiligen Spieler gehört. Aber ich kann sie aufsammeln. Brrr. Metro, da la la. Leider kann man hier keine Metadaten aufrufen, ne? Wenn man hier so mit der Maus drüber fährt. Das wäre mal ganz interessant, was hier für Metadaten gespeichert werden. Okay, das heißt, die Mod scheint wohl doch für Server geeignet zu sein. Wie kann ich sie denn jetzt? Ach Scheiße. Oh Gott, das ist natürlich. Oh, der müssen wir jetzt zum Probieren das doch ein bisschen schwieriger machen. Dann muss ich mir ein. Oh, ja, wie mache ich das am dümmsten? Oh, Alter. Sachen probieren ist echt nicht so leicht. So ungefähr. Heieiei. Das heißt, der Spieler braucht ein unbeschriebenes Blatt. Das hier zum Beispiel. Achso, wir müssen jetzt die Sachen auch erstmal färben. Ach komm. Grant me creative. Was? So. Dann gib mal. Machen wir ein bisschen farblich abgrenzen hier. Rotes Ei. So, die ganze Sachen droppen wir hier. Achso, das einfache Ei hätte ich gar nicht droppen brauchen. Egal. Revoke. Dieses Revoke mir ist übrigens geil, dass es diesen Befehl endlich mal gibt. Da braucht man nicht immer schreiben Revoke Walker Creative, sondern kann einfach schreiben Revoke me. Genauso wie Grant me. Ne? Grant me gab es ja schon ewig den Befehl, aber Revoke me, der Befehl ist halt neu. Wo ich halt nie verstanden habe, warum es den Befehl nie gab. Aber gut. Ja, das war natürlich abbrechen. So. Da. So, jetzt habe ich ein unbeschriebenes Blatt Papier. Das Ei kann also weg. Und ich brauche das hier. Und das müsste dann als mein Ei jetzt gelten, oder wie? Tatsächlich. Owner Worker 123. Nice. Ich habe den Core weggeworfen. Ich habe den Core drin gelassen, bevor ich das Ding weggeworfen habe. Ich will mich gerade schlagen. Immer dieses An- und Abmelden. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach mich zweimal wieder anmelden. Ist ja, wäre kein Problem. Aber ich glaube, das mache ich auch mal. Wo will ich jetzt da hinten? Bleib stehen. Ja, Worker 123. Und wenn ich sie jetzt mitnehme? Achso, kann ich gar nicht. Mate. Mitnehmen. Bleibt es tatsächlich erhalten. Okay, dann könnte ich es aber doch mal probieren, wenn ich jetzt ihren Na Namenstag gebe. Ah. Dann gilt ja immer noch als. Okay, ich kann sie aber immer noch einsammeln. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Hier steht zwar Owner Worker 123, aber ich kann sie trotzdem einsammeln. Kann natürlich sein, dass ich sie einsammeln kann, weil ich jetzt Super-Admin bin. Also Admin. Also. Ach, da hab ich das Ding wieder eingesammelt. Ich krieg die Krise. Also, ich brauch by the way auch noch einen Chor. Weg da. So. Das da.
kompliziert hier. So, dann. Bitte nur der Chor. Okay, das kannst du ganz wieder weg. So, jetzt brauchen wir noch einen Spieler. Machen wir 4, 5, 6. Ist Classic. So, da. Nein, da lang. So, und er ist jetzt ein ganz normaler Benutzer. Das heißt, er dürfte jetzt nicht in der Lage sein, die Mate aufzusammeln. Wenn das der Fall ist, wäre es geil. Guck mal, man sieht sogar jetzt den Namen. Sehr schön, sehr schön. Aber wenn das der Fall ist, dann könnte ich die Mod wirklich für den Server benutzen. Ah, scheiße. Ich kann sie doch aufsammeln. Das ist natürlich blöd. Die gehört mir zwar nicht, ne? Owner ist 4, 5, 6. 1, 2, 3. Und ich bin halt 4, 5, 6. Das heißt, sie gehört mir zwar nicht. Aber, ich kann sie trotzdem einsammeln. Das heißt, die Mod ist zwar an sich auf Servern lauffähig, ja. Aber sie sind halt ungeschützt. Das heißt, also, ich mache nochmal an hier. Schmeiß mal das Ding weg. Das heißt, an Kopf geknallt. Stirb, ich. Du stirbst nicht, warum? Ja, das heißt, die Mod an sich ist nicht für den Server gefährlich, ist aber für die Spieler blöd. Ich muss mal gucken, ob ich bei der Mod ein bisschen was ändern kann oder ob es sogar eine Einstellung gibt innerhalb der Mod, dass ich sagen kann, nur derjenige darf sie einsammeln, dem sie auch gehört. So, jetzt habe ich mal wieder. Nee, du bist da jetzt. Genau, du gehörst mir. Wenn ich jetzt einen Chor gebe. Oh. Okay. Ja. Also sie kann tatsächlich auch fremde Felder befallen. Das ist natürlich blöd. So, mal sehen, hier wäre so. So. Her damit. Danke, danke. Ach. Shift-Click geht auch nicht. Ja gut, die Sachen zurückbringen kann ich ja gar nicht. Dankeschön. Ne, genau. Weil ich hier auch keinen Zugriff habe. Das ist natürlich schade. Das heißt. Ach, schade, schade. Da kann ich die Mod für den Server wirklich nicht benutzen. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich sehr schlecht. Jetzt muss ich die ganzen Sachen. Ach komm, ich mach einfach mal hier. Clear Info. So. Dann gebe ich den netten Herr Falco mal wieder seine Sachen wieder. Veganer Apfelsaft. Ja. Veganer Apfelsaft. Ich wusste gar nicht, dass es unveganen Apfelsaft gibt. Scheinbar ist in normalen Apfelsaft Tierhaut drin oder sowas. Keine Ahnung. So. Da. Wir brauchen das Replacement Tool. Dankeschön. Dankeschön. Einmal dich kopieren, einfügen. Was? Ich habe doch GIF. Habe ich kein GIF? Oder braucht man dafür kreativ? Ah, tatsächlich, man braucht dafür kreativ. Okay, okay. Wusste ich nicht. Das Ding hier ist dumm. Hätte er eins runtersetzen sollen. Hätte er hier auch ein Farming-Feld drauf machen können. Egal. So, hier hat er. Das hier hat er gelassen. Hier hat er einmal verkackt. Und hier.
War das der Android oder war das schon vorher so? Egal, ich mache mal kopieren, einfügen. Und alles andere sieht tatsächlich in Ordnung aus. Okay. Sehr schön. Ach nee, guck mal hier. Hier da fehlt noch was. Ja, sieht doch gut aus. So. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt mal ganz kurz. Schauen, ob ich hier. Ups, hatte ich die anderen drei Sachen aufgenommen gehabt aus Versehen? Ja, lol. Wer ist denn das Zeug hier? Ach, Küste. Dich habe ich. Gib mal her. Gib mal her. Oh, was das Ding hier ist, keine Ahnung. Gib mal her. Nice. So. Okay, Programm beenden. Dann muss ich die Mod auf jeden Fall erstmal wieder deaktivieren. Da brauche ich einmal MT für. Dort natürlich schade. Ich klaue die Dinger einfach mal raus. Geht am schnellsten. Dann taucht sie zwar wieder auf, aber standardmäßig mit False. Von daher kann ich sie ja hier einfach erstmal rausklauen. Sind wir erstmal alle Geschichte. Dann machen wir jetzt hier aber neu starten. So, dann gucken wir uns mal ganz kurz hier der Quellcode an. Beziehungsweise wir können mal gucken, ob hier jetzt drüber was drinne steht. Obsession, Forward, Click, Metroid, der Kosten und Metroid, Dependence. Ich hoffe, irgendwelche Avi oder sowas steht leider auch nicht drin, ne? Eine weiterführende README haben die hier leider auch gar nicht. Ist hier nochmal eine README drin? Ne? SOC Model Blend Init. Achso. Was? Gott, wer ist denn für Blöcke aufnehmen? Oder ist das Bestandteil von Core? Das kann natürlich sein. Ach, die arbeiten eh nur mit denen bei. Hä? Aber der hat doch auch die ganzen anderen Sachen gerade gepflanzt. Ach so. Ah, okay. Nur wenn. Okay. Ja. Okay. Verstehe schon.
Okay, da war ich gerade ein bisschen dumm. Genau. Tage plant, insert. Ist plantable player. Das heißt, er achtet darauf. Ist plantable. Reported on every method can plant any seeds. Get node. Vector. Achso, okay, darf er nur darauf, ob an sich erstmal Platz ist. Nicht, ob er die Berechtigung dafür hat. Work randomly. Und near. Start und stop. Near. Distance randomly. Search direction, genau. Das ist die entscheidende Funktion. So, da guckt der plantable place. Da, das ist die Funktion, die einfach nur guckt, ob da Luft ist und darunter dieser entsprechende Boden ist. Dann guckt er, was er da pflanzen kann. Und dann macht er Farming Clay Seed. Ja, und das Einzige, was er überprüft, ist, ob da Luft oder ähnliches ist. Ne, das war ja hier das Ding hier, wo er guckt, ob da Luft ist und ob da drunter dieser Boden ist. Und bei Play Seed, das müsste dann API sein. Nein. Achso, ist direkt von der Farming Mod. Ah, aber er guckt bei dem, achso, von dem Owner. Das heißt, die Farming Mod an sich guckt nicht. Nee, Farming ist doch die Mod hier, oder? Das heißt, Play Seed müsste hier definiert sein. Oder etwa nicht. Lalalala. Wow, was für eine Also, du bist nur Tools. Tools ist nicht. Ne, das bringt erstmal nichts. Wir müssen gucken, ob es einen Weg gibt, dass er beim Abbauen oder beim Pflanzen automatisch guckt, ob er es überhaupt das machen darf. Und jetzt weiß ich nicht, bei meinem Test ist eigentlich bei Place Node also bei diesen ganzen. Startfunktion guckt meistens selber immer, ob er das darf. Und diese Sachen werden also von der Area Mod etc. abgedeckt. Das heißt, die Mod hier muss dem das umgehen. Gerade drin. Und Play Seed ist hier nicht näher definiert. Wo wird Play Seed dann bitte schön definiert? Hier auf jeden Fall nicht. Crafting Depends. Sprich, also es müsste die Standard-Mod sein. Mind Test GitHub. Was das relativ dumm ist, weil die Standard-Farming-Mod wird ja ersetzt durch die durch Farming-Redo. Und das scheint er hier irgendwie zu gucken. Ach, das kann ja. Tja, auf jeden Fall haben wir da. Plantname, get Plantname, ja. Ja. Der Knackpunkt ist wirklich diese Funktion hier, dass die nicht überprüft,
ob man überhaupt was pflanzen darf, beziehungsweise hier, ob man das überhaupt. Ja, genau. Er macht direkt Remove Note. Und die scheint das Ganze nicht zu überprüfen. Ob man das überhaupt darf oder nicht. Das ist natürlich schade. Das heißt, da müsste man selber erstmal eine Überprüfung reinmachen. Könnte ich zwar machen, aber dann kann ich die Mod nie wieder updaten. Oder ich müsste halt immer, wenn ich die Mod update, dann die Änderung hier einspielen. Ich könnte also höchstens dem Entwickler mal fragen, ob er das Ganze so machen kann. Kann ich eigentlich direkt mal machen. Verlaufen. Du. Jetzt wird in meinem Verlauf extra für diesen Sketch, den ich vorhin gemacht habe, wird jetzt immer egal. Der eine Treffer darf in meinem Verlauf drin sein. NSA grüßt. Hello. Can you add a protection? Ach, bevor er sich über mein Englisch aufregt, machen wir es mal ganz korrekt mit der Google Translator. Ich meine, Google Translator ist auch nicht perfekt, aber besser als ich. Hallo. Kannst du einen Schutz einbauen? Komma. So, das. Genau, können wir mit anmachen. Kannst du folgende Features einbauen? Es soll nur der Owner die Möglichkeit haben, die Mates einzusammeln. Einzusammeln und zu platzieren. Zweitens, jetzt war das in Japanisch, ich glaube das nicht. Die Mates sollen nur da abbauen und hinbauen können, Komma, wo sie dürfen. Also der Owner. Der Mate. Oder formulieren wir mal anders. Wo der Owner der Mate auch Zugriff hat. Area Mod Protector Mod. So. Only the owner should be able to collect and place a mate. The mate should be only be able to dismantle and build where the owner of the mate has access. Oh, klingt doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Hallo, can you add the following? Das sieht gut aus. Müssen wir nur ein bisschen. Das Wort hier gefällt mir gar nicht. Machen wir mal Grab hin. Grab ist klassisch. Grab and place. Blocks. So, Dienstmädchen. Ja, das können wir doch so machen. Das klingt doch schon mal nach ordentlichem Englisch. Machen wir so. Das heißt, sobald diese Features umgesetzt sind, kann ich dann die Mods tatsächlich auch bei meinen Servern nutzen. Was halt schon geil ist, ne? Was halt schon dezent geil wäre, weil man sieht ja, was für grandiose Fähigkeit diese Viecher haben. Also diese Dienstmädchen. Es wäre schon geil. Da kann man hier. So, lalalala. Okay.
Achso, ja gut, dann können wir die Folge auch direkt mal beenden. Halbe Stunde ist ja schon wieder rum. Bis dann.